Der Merkel-Vertraute Volker Kauder wird heute völlig überraschend von den eigenen Leuten aus dem Amt gewählt. Neuer Fraktionsvorsitzender, ein Mann namens Ralf Brinkhaus. Eben dachte man noch, die Affäre Maaßen sei halbwegs vom Tisch. Die Regierung, zerstritten über die Vorgänge in Chemnitz, habe sich zusammengerauft. Eines ist darüber leider aus dem Blick geraten. Chemnitz. Was passiert da wirklich in dieser Stadt und wer steckt hinter den Demonstrationen sogenannter besorgter Bürger? Ein rechtsextremer Rechtsanwalt? Heiner Hoffmann und Ulrich Neumann mit Recherchen im Windschatten einer Koalitionskrise. Es ist zum Ritual geworden. Seit mehreren Wochen mobilisiert das Bündnis pro Chemnitz tausende Demonstranten. Wir sind das Volk, behaupten sie. Doch welche Menschen sind hier eigentlich auf der Straße? Mit Neonazis und Gewalt habe man nichts zu tun, beteuert Hauptorganisator Martin Kohlmann wieder und wieder. Wir sind nicht die Neonazis und die Rechtsaußen, als die man uns hinstellt. Wir sind die Mitte der Gesellschaft. Wirklich? Nach der Demo vor 10 Tagen kommt es hier auf der Schlossteichinsel zu einem schwerwiegenden Vorfall. Feiernde Menschen werden von einer selbsternannten Bürgerwehr angegriffen. Ein Iraner wird dabei erheblich verletzt. Uns liegt ein weiteres Video vor, das die Täter zeigen soll. Hier bereits festgesetzt von der Polizei. Sie sind hochaggressiv. Unter ihnen mindestens ein bekannter und vorbestrafter Neonazi. Laut Ermittlern haben die mutmaßlichen Täter unmittelbar vorher an einer Demonstration von Pro Chemnitz teilgenommen. Also doch extremistische Tendenzen? Nein, sagen die Organisatoren. Immer wieder beharren sie darauf. Pro Chemnitz wird nicht vom Verfassungsschutz beobachtet. Ihr Anführer? Martin Kohlmann. Ein Chemnitzer Anwalt, Stadtratsmitglied. Er gibt sich bieder. Bisher wurde er lediglich als Rechtspopulist bezeichnet. Wir treffen Michael Nattke, anerkannter Rechtsextremismus-Experte in Sachsen. Er kennt die Szene schon lange. Und schon lange findet er, Martin Kohlmann wird verharmlost. Also unserer Einschätzung nach ist Martin Kohlmann kein Rechtspopulist. Er ist ein strammer Rechtsextremist. Martin Kohlmann hat in unterschiedlichen Reden immer wieder gesagt, wir brauchen eine neue Wende, die gründlicher ist als alle politischen Wenden, die wir jemals erlebt haben. Das ist für uns ganz klar ein Hinweis darauf, dass er das politische System der Bundesrepublik Deutschland überwinden möchte. Martin Kohlmann, ein strammer Rechtsextremist, ein schwerer Vorwurf, dem wir nachgehen. Nach mehreren Nachfragen bestätigt uns der sächsische Verfassungsschutz erstmals offiziell. Martin Kohlmann wird seit Jahren beobachtet. Nicht als Pro-Chemnitz-Mitglied, sondern als knallharter Rechtsextremist. Der Verfassungsschutz schreibt: Bei Martin Kohlmann als Chef von Pro-Chemnitz handelt es sich um einen langjährigen Szeneaktivisten, der dem sächsischen Verfassungsschutz aus rechtsextremistischen Zusammenhängen bekannt ist. Was sagt Martin Kohlmann selbst dazu? Auf unsere Interviewanfrage hat er nicht reagiert. Also konfrontieren wir ihn in Chemnitz. Doch zunächst inspiziert er gründlich unser Auto. Ich wollte mir eigentlich nur Ihre Nummer merken, damit man in Zukunft weiß, wer sich hier so rumtreibt. Und die Frage noch mal, dass der Verfassungsschutz Sie jetzt als Person, als Teil der rechtsextremistischen Szene einstuft und beobachtet? Ist mir neu. Ich weiß, wir haben es mehrfach schriftlich, dass Pro Chemnitz nicht beobachtet wird. Aber Sie? Ist mir neu, aber müsste ich prüfen. Ne? Wissen Sie schon wieder mehr als ich. Wie eng ist Martin Kohlmann mit der extremen Rechten verstrickt? Ein Beispiel, die Nationalen Sozialisten Chemnitz, kurz NSC. Sie wurden 2014 verboten, wollten einen NS-Staat errichten, horteten Waffen. Ihre Mitglieder agierten hochkonspirativ, trafen sich sogar zum gemeinsamen Schießtraining. In internen Nachrichten hieß es, man wolle sich etwas im Umgang mit Waffen vertraut machen. Dies sei in Anbetracht der Zukunftsprognosen eine durchaus lohnende Investition. Aus vertraulichen Geheimdienstunterlagen erfahren wir, Martin Kohlmann unterhielt engste Beziehungen zum gewaltbereiten NSC. Gemeinsam planten und mobilisierten sie für rechtsextremistische Demos und Aktionen. Der NSC wurde auch um Personenschutz gebeten, für einen Rechtsextremisten und den Lokalpolitiker Martin Kohlmann. Außerdem war Martin Kohlmann als Anwalt für einen NSC-Anführer tätig. In einer Nachricht an ihn schrieb Kohlmann:
Ein Gericht möchte uns mit einem donnernden Heil Hitler begrüßen. Dem Menschen wurde irgendeine rechte Äußerung vorgeworfen. Und da habe ich das aus Spaß ihm geschrieben, das Amtsgericht wird dich so begrüßen. Das ist natürlich, Sie wissen selber, ein Amtsgericht grüßt nicht so, also sehen Sie, dass es nicht ernst gemeint war. Aber mit Heil Hitler kann man Satire machen. Satire darf alles, hat Podolski gesagt. Der war nicht so verknatzt wie Sie. Bis heute hält Martin Kohlmann diese Verbindungen zu Rechtsextremisten aufrecht. Einer der ehemaligen NSC-Chefs, heute Funktionär einer Neonazi-Partei, marschiert bei der gemeinsamen Demo von AfD und Pro Chemnitz mit. Kohlmanns rechte Hand, der auf den Demos auch als Redner auftritt, ebenso aus dem ehemaligen NSC-Umfeld. Und Kohlmann selbst trat im März in Potsdam bei einem einschlägigen Neonazi-Treffen auf, setzt sich hier für Holocaustleugner ein. Sein Bündnis Pro Chemnitz jedenfalls hat bereits Demonstrationen bis zum Sommer nächsten Jahres angemeldet. Wenn wir Martin Kohlmann schon immer als das bezeichnet hätten und alle ihn als das bezeichnet hätten, was er tatsächlich ist, ein strammer Rechtsextremist, dann hätten wir vielleicht jetzt nicht so eine Situation und nicht so viele Leute auf der Straße.